Wir sind heute zu Gast in Niederjosbach im Landgasthaus Kastanienhof. Und zwischen uns sitzt heute der neue Ortsvorsteher von Niederjosbach. Herzlichen Glückwunsch an Dr. Christoph Strieter. Er wurde Anfang des Monats zum neuen Ortsvorsteher gewählt. Und heute findet hier ein Termin statt mit der IHK. IHK-Präsident kommt vorbei. Es geht um das Thema Heimatshoppen. Und deswegen sind wir heute hier zu Gast in Niederjosbach. Jetzt darf ich dem Ortsvorsteher das Wort geben. Ja, wir treffen uns heute im Kastanienhof einer Institution in Niederjosbach. Und es ist tatsächlich so, wenn man sagt, wir treffen uns heute Abend im Kastanienhof, dann ist nicht die Frage, wo ist das denn, sondern die Frage ist, wann treffen wir uns da? Der Kastanienhof ist eine Institution in Gusbach, also in Niederjosbach, in Eppstein und auch im Main-Taunus-Kreis, würde sogar fast sagen, über die Grenze des Main-Taunus-Kreises hinaus. Also der Kastanienhof, eine Institution, wir sind dankbar, sowas in Niederjosbach zu haben und ja, im Zweifelsfall kommen Sie vorbei. Ich freue mich natürlich auch, heute im Kastanienhof zu sein und ich gratuliere Christoph Strieter zu seiner Wahl zum Ortsvorsteher und ich freue mich auf eine ganz besonders tolle Zusammenarbeit. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Monatsrückblick auf den September in Eppstein. Und wir hatten ganz viele Veranstaltungen in der Stadt. Viele Vereine, Kirchengemeinden waren aktiv. Wir hatten zu Beginn des Monats das Kaisertempelfest vom Verschönerungsverein. Das Weinfest vom IHH ist in der Altstadt erfolgreich durchgeführt worden. Der Herbstmarkt auf der Burg Eppstein hat stattgefunden. Das Altstadtfrühstück auf dem Gottfriedplatz ist mit Bravour organisiert worden. Der Sängerbund Fockenhausen hat hier im Rathaus ein Oktoberfest durchgeführt. Und die evangelische Talkirchengemeinde hat ein Bobbycar-Rennen in der Rossartstraße organisiert. Vielen lieben Dank dafür und das bereichert alles unsere Stadt. Das war wirklich ganz toll. Und was ebenfalls toll ist, wir haben ein neues Pferd geschenkt bekommen von den Jagdgenossenschaften. Die haben 3.000 Euro gestiftet und wir haben die gleiche Summe nochmal dazugegeben als Stadt Eppstein. Und beim Spielplatz Woganlage haben wir jetzt die erste Erweiterung. Ja, vom Kinderspielplatz geht es jetzt zu der Bürgerstiftung, der Eppsteiner Bürgerstiftung. Die hat eine Versammlung durchgeführt und wählt einmal im Jahr mit der Bürgerschaft gemeinsam den Bürgerwein, den Eppsteiner Bürgerwein. Und den kann man kaufen, wurde mit einer Weinprobe quasi blind verkostet und ausgewählt. Und der den Leuten am besten schmeckende Wein, der ist jetzt für ein Jahr lang der Eppsteiner Bürgerwein. Der kann gekauft werden in der Weinhandlung am Gottfriedplatz in der Eppsteiner Weinpresse. Und 1 Euro fließt zurück an die Bürgerstiftung. Ich finde eine ganz tolle Veranstaltung und würde mich freuen, wenn Sie davon testen und auch den Wein gelegentlich verschenken wollen. Ja, es gab aber auch natürlich etwas nicht so Erfreuliches. Wir waren Anfang des Monats unterwegs bei einer Antragskonferenz zum Stromnetzausbauvorhaben Rhein-Main-Link. Bekanntermaßen wird eine neue Stromtrasse benötigt, die verläuft durch unsere Stadt. Und wir haben an den ein oder anderen Stellen Nachbesserungsbedarf, haben sehr dringend darauf hingewiesen, dass dort viele Sachen betroffen sind, unsere Wasserversorgung, unsere Planungshoheit, aber auch unsere Idee, ein neues Gewerbegebiet in Bremtal zu installieren, ist davon sehr tangiert. Deswegen haben wir dort unsere Bedenken und unsere Bedenken vorgetragen, unsere Stellungnahme abgegeben und das Ganze wird uns noch weiter begleiten. Der Rhein-Main-Link wird durch Eppstein und seine Stadtteile verlaufen und wir sind aber dabei, das so erträglich wie möglich zu machen. Ja, dann hatten wir Stadtverordnetenversammlung im September und haben einige Gebührenhaushalte leider anpassen müssen. Das heißt, wir haben zum 1.1.2025 die Abfallgebühren etwas anheben müssen. Das macht so etwa 20-25 Euro pro Jahr aus. Das sind Kostensteigerungen, die der Entsorger an uns weitergegeben hat. Und wir müssen, weil es eine Gebühr ist, diese dann auch umlegen auf die Bürgerschaft. Das als Hinweis bitte und mit der Bitte um Verständnis. Bei der Hundesteuer wird es auch zum nächsten Jahr eine Anpassung geben. Hier wird eine Erhöhung eintreten von 1 Euro pro Monat, sodass Sie ab dem nächsten Jahr 12 Euro Hundesteuer an uns mehr bezahlen. Natürlich machen wir auch was mit dem Geld für die Tiere und für die Natur und die Landschaft.
Wir haben zum Beispiel in letzter Zeit einige neue Dockstations aufgestellt und wir bieten Ihnen ja auch kostengünstig bzw. neutral die Gassibeutel an, die Sie an den Dockstations ziehen können. Ja, und dann hatten wir eine weitere erfreuliche Veranstaltung. Wir haben uns beworben beim Projekt des Landes Hessens und bei der Landesenergieagentur für die aufsuchende Energieberatung. Hier können wir als Stadt Eppstein zusammen mit dem Land 80 Termine anbieten, wo Energieberatungen zu Ihnen nach Hause kommen. Wir hatten die Auftaktveranstaltung hier im Rathaus und die 80 Termine sind auch belegt, sie sind vergeben. 80 Menschen haben sich hier gemeldet, die teilnehmen wollen und die haben auch den Zuschlag bekommen. Und so können wir das kostenfrei anbieten, dass diese Energieberatungen zu Ihnen nach Hause kommen und einen Klimacheck für Ihr Haus machen. Ich denke, es ist ein guter Beitrag zum Klimaschutz. Ja, das war's auch schon mit dem Monatsrückblick auf den September. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen erfolgreichen Herbst und einen wunderschönen Oktober. Alles Gute. Musik